Willkommen beim Tutorial für Yakitori. Die Zutaten: Hähnchenbrustfilet, Frühlingszwiebeln in etwas längeren Stiften, Sojasauce, Reis und Weißweinessig, hier von links und rechts, ein wenig Wasser und Ahornsirup. Kleine Anmerkung, normalerweise wird Yakitori mit Mirin und Sake gekocht, aber ihr wisst ja, Alkohol ist nicht so mein Ding. Und deswegen versuche ich durch die beiden Essigsorten und Ahornsirup Süße und Säure der beiden jetzt fehlenden Zutaten zu ersetzen. Und ich denke, das wird ziemlich gut. Für die Marinade gebt ihr eure Soßenzutaten, also Sojasauce, Reis und Weißweinessig, ein wenig Wasser, hier ungefähr ein Esslöffel, und den Ahornsirup in einen kleinen Topf. Vermengt sie kurz und gebt sie bei mittlerer bis schwacher Hitze auf den Herd, wo sie einmal köcheln dürfen. Aber vielleicht sollte man es erst zum Kochen bringen. Also ihr bringt das Ganze zum Kochen und dann stellt ihr auf mittlere bis geringe Hitze. Und lass die Marinade eine Minute köcheln. So war es gedacht. Nach einer Minute köcheln sollte die Marinade jetzt abkühlen. In der Zwischenzeit stecken. Ich habe heute irgendwie einen Sprachfehler. Seht es mir nach. Also stecken wir die Fleischspieße. Und idealerweise gebt ihr die Spieße in ein wenig Wasser, damit sie nachher bei der Hitze des Bratens oder Backens nicht anbrennen. Und bestückt wird jeweils ein Fleischspieß mit 4 Stücken Hähnchen und 3 Frühlingszwiebelröllchen dazwischen. Komm her. Und so könnte das Ganze dann aussehen. So, die fertigen Hähnchenspieße zeigt euch nochmal, Jungs. Kommen jetzt in eine ganz minimal gefettete kleine Auflaufform, oder wenn ihr etwas Ähnliches habt, was einen kleinen Rand bietet, dann nehmt ihr das. Ist nur wichtig, weil wir die Stückchen Fleisch und Zwiebel gleich mit der Marinade beträufeln bzw. pinseln wollen. Und die darf natürlich nicht durch das Gitter des Backrosts durchsuppen in den Herd, in den Backofen, das wäre nicht so schön. So, jetzt haben wir alle Platz genommen. Und die fertig abgekühlte Marinade kommt jetzt wie beschrieben drauf. Hier ist sie also und wir nehmen einen schönen kleinen Pinsel und streichen nicht zu großzügig, aber doch so, dass alles gut davon bedeckt ist, die Marinade einfach auf Fleisch und Gemüse drauf. Und da wir auch eine Form haben, kann es ruhig eher ein wenig zu viel als zu wenig sein, weil dann auch die Unterseite schon in der Marinade liegt. Das Gute bei Teriyaki zum Beispiel auch ist, dass man es ja mehrmals bestreicht und dadurch eine schöne Marinade entsteht. Also braucht ihr jetzt nicht Sorgen, wenn das runterläuft, weil es flüssig ist. Wir streichen noch ein paar Mal heute ein. Insgesamt sollen die Spießchen ungefähr 10 Minuten in der Grillfunktion eures Backofens verbringen. Das heißt, ihr gebt sie jetzt erstmal, so wie ihr sie gestrichen habt, für 2 Minuten in den Ofen. 2,5. Wendet sie dann einmal kurz, bestreicht sie wieder, gebt sie wieder rein und so weiter, dass ihr innerhalb von 10 bis 12 Minuten die ganze Marinade aufgebraucht habt und die Spieße von beiden Seiten wirklich immer wieder frisch Marinade drauf bekommen haben und wieder gebacken werden. Hier haben wir die fertig gebackenen Yakitori. Ich zeige es mal aus der Nähe. Also ihr seht, die Marinade ist natürlich noch in der Schale drin, die Yakitori an sich. Hoffentlich seht ihr es schön braun. Nicht ganz so braun wie es vielleicht beim Angebratenen, aber auf jeden Fall mariniert. Und ich empfehle auch auf jeden Fall die Marinade, die jetzt noch in der Form drin ist, beim Servieren auf Teller, wenn ihr die Spießchen auf Teller serviert oder in die Bento-Box setzt, wie auch immer, noch ein wenig von dieser jetzt aufgefangenen Marinade darüber zu geben. Ja, da bleibt mir nur noch viel Spaß und guten Appetit zu wünschen.